Auf jeden Fall war es gut, dass wir jetzt schon alle Level höher sind, teilweise finde ich super. So, bitte, 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 bitte. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Also nichts Rotes dabei. Veraltetes visuelles Design. Okay, aber jetzt nicht, weil ich 2D-Grafik genommen habe, oder? Also der Typ hier, KI, ist spitze, ey. 9 von 10 wieder. Gameplay 9 von 10. Na, seht ihr hier, ne? Das sind da, wo die Stufe 1 sind. Das ist nicht so spitze. Aber dass nur 66 ist, finde ich ein bisschen schade, wenn ich überlege, wie viel Pros hier gibt. Aber egal, mal sehen, wie sie es verkauft. Ab 17. Geht so. Also richtig Geld machen wir damit nicht, ne? So wie es aussieht. Na gut, machen wir weiter jetzt hier. Forschen, gucken wir erstmal. Advanced AI. Okay. Tutorials. Sehr, sehr gerne. Und jetzt wechsle ich mal eben. Ach du Scheiße. Indizier. Vulgäre Sprache. So, hier ist unser KI-Typ. Moment. Ich mache Pause jetzt hier. Also, erforschen. So. Und du machst mal Game Writing noch. So, kann ich ihn noch trainieren? Ich gucke erstmal, ob es jetzt vielleicht einen neuen gibt, was Design angeht. Halt. Sound Design und Game Writing hat er Stufe 2. Der genauso. Aber der ist besser, weil der hat ja auf der anderen Weg zum Stufe 1, wobei das eigentlich egal ist. April, ist ein bisschen Game Writing, Moment. Ja, den würde ich raushauen. Ich guck nochmal ganz kurz, Info. Ja, ja gut, der hat Sound Design eine 2, aber Game Writing nur eine 1. In den anderen kann ich eigentlich rauskicken. So hart es ist, aber ich mach das einfach mal. Entlassen. Ich glaube, ich muss mal kurz niesen, Moment. Oder nicht? Moment. Okay, ich muss doch niesen. So, und da habe ich ihn rausgeniest. Aus meinem Designbüro. Und wir stellen da jetzt einfach mal hier den anderen noch fix ein. Moment, besser einstellen. Adrian Morris. Wen wollte ich jetzt? Ich nehme aber, glaube ich, trotzdem mal den. Der hier noch mehr eins hat, der kann dann besser mithelfen. Der ist aus 19 und der ist 23. Das heißt, der wird ein bisschen älter. Also, der kann ein bisschen länger bei uns arbeiten. Kann man länger trainieren. Also. Wunderbar. Kann ich mit dir schon was machen? Das ist spitze. 50.000? Spiele-Designer, was bringt denn das? Ja, dann machen wir das mal. Okay. Ab geht's. Komm, wir machen jetzt mal eine fixe Trainingssession hier. Finde ich gar nicht so schlecht. Du auch? Kostet zwar alles Geld. Wir müssen aufpassen. Ne? Also, wir müssen dann noch bald wieder. So, Kyle Brown, Wonder Girl. Ja, habe ich gespielt. Endlich durch einen Wald laufen und Sachen essen. Ich bin überrascht, dass dieses Mädchen nicht an Übergewicht leidet. Kenne ich gar nicht. Also, Giannis ist das meint er nicht, ne? Oder so. Denke ich mal. Keine Ahnung. Was steht denn hier? 20, 70% fertig. So, Branching Story. Zieh den Spiel direkt ins Geschehen, indem du ihn den Verlauf der Handlung entscheiden lässt. Cool. Das ist sehr geil für Adventure, also wir müssen eigentlich mal wieder ein Adventure machen. So, hier haben wir auch super viel. Einfach ein Spieldesign brauchen wir eigentlich nicht. Game Engine Scripting. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier am besten mache, Leute. Am liebsten würde ich ja mit dem einfach alles können. Machen das jetzt einfach mal hier. Und sobald ich so unter 100.000 bin, muss ich dann mal einen Publisher-Vertrag spätestens wieder annehmen. So, KI haben wir jetzt fortgeschritten, das ist auch cool. Das hätte man schon mal eher gebrauchen können für Strategiespiel. Game Extensions. Okay. Ah, der ist damit fertig, oder? Wo können wir das jetzt machen? So, Training beendet, wunderbar. So, Goldberg. Hey Chef, vielleicht sollten wir alle zusammen einen Tag lang unsere eigenen Spiele zocken und dann uns gegenseitig Feedback geben, um das Spiel noch weiter zu verbessern. Was hältst du davon wahrscheinlich irgendwie so? Finde ich gut eigentlich die Idee. Ich konnte nur leider nichts anderes antworten, außer okay. So, was sieht es mit euch aus? Kann ich wieder trainieren? Sind die noch nicht fertig damit? Spieleprogrammierer lernen die jetzt. Halt. Kann ich das abbrechen? Nee, kann ich nicht. Moment mal eben.
Nein, das war dumm gewesen. Das war dumm gewesen. Das ärgert mich jetzt gerade, weil das bringt dir mehr gar nicht. Ja, nee, das sind ja Entwickler. Nee, das war gut gewesen, das ist ja nicht das Designerbüro. Ich dachte schon, das ist das Designerbüro. So, aber forsch mal bitte jetzt hier nach Game Extensions. Dann können wir dein Add-on rausbringen. Das ist cool. So, und die sind noch beschäftigt. So, Command Conquer. Gewalt sieht okay aus. Wie gesagt, das ist ja recht ausgeglichen hier. Vulgäre Sprache hätte es mehr sein können. Aber da wäre es wahrscheinlich ja nur mehr indiziert worden. Rotliche Inhalte hätte es nur sehr weniger sein können. Achtung, Deutschland, Putsch. Das ist lustig. Na ja, gut, man kann es halt echt nicht allen recht machen. Aber letztendlich, Geld richtig haben wir damit nicht gemacht. Finde ich ein bisschen schade, so ein bisschen lang. Sorge deine Hitspiele mit zusätzlichen Inhalten. So, nee, Leute, wir müssen jetzt eigentlich einen Publisher-Vertrag wieder annehmen. Machen wir, sobald der mit Spielprogrammierer fertig ist. So, hätten wir. Und jetzt, also, starten neues Projekt. Ja, Publisher, aber das, achso, das ist Add-on. Okay, alles klar. Ganz ruhig. Also, Publisher-Vertrag. Dann gucken wir mal eben durch hier. Wollen wir mal ein bisschen was Gewagteres machen? Simulationssport 67%, aber das muss man halt dann auch erstmal schaffen. 61% Action-Plattform. Action haben wir noch nie gemacht, oder? Casual schon wieder, Action-Fighting. Also Casual werden wir... wüssten wir halt, was wir machen. Da erreichen wir das bestimmt dann auch. Action-Fighting, Amigo. Adventure. Turn-based. Also ich weiß so, also alles so über 60% ist echt, weiß ich nicht, wird hier auf Nummer sicher gehen. Wir machen jetzt einfach mal Action Fighting, würde ich sagen. Aber dann lieber 57% als 66. Wir machen das einfach mal. So. Ja, wir sind uns sicher. Starte ein Projekt. Bam. Hungry Story, Soldier, Thunder, Slayer, Sword, Dragon, Might. Ach ja, ich wollte eigentlich wieder sowas Langes haben. The New Rumble, The Old Abuse, Aggressors of the Gods, yeah. So gut, ja, nimm mal 3D, meinetwegen, Rest ist auch immer wie immer okay. Spieltag, das ist gar nicht, wofür das jetzt stehen soll. Aber ich mach's einfach mal mit rein. Sind die Bewertungen noch ein bisschen besser dann vielleicht? So, und hier machen wir wieder ordentlich erstmal. Ach, sehr gut, jetzt haben wir der Stufe 3, das ist spitze. Den weg. Den weg. 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 Ja, das ist Stufe 2. Nee. Weg. 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 Irgendwie wäre es schön, wenn man das jetzt irgendwie speichern könnte als Muster, wie ich es jetzt eingestelle. Dann müsste ich das nicht immer neu machen. Aber die Level gehen langsam nach oben, ne? Das liest sich ganz gut so. Also das Training bringt auch nochmal gut was. Das kann man so lassen. Ist auch keine 100%, 103 Tage dauert es. Ist natürlich nicht so schön. Ich habe mir jetzt auch nicht angeguckt, bis wann es fertig sein soll. Das ist nicht so cool, aber ich denke, wir kriegen das schon hin irgendwie. So, was mache ich jetzt? Ein Fighting-Spiel, Kampfspiel. Gameplay ist wichtig, würde ich mal sagen. Batsch. Game Engine ist super wichtig. Machen wir auch mal Batsch. Ist ja auch Physik und so wieder. Kollisionsabfrage und der, das ganze Zeug da. Level Design, Konditionssystem, World Design. Jetzt muss ich mal eben gucken. Scripting lassen wir so. User Interface lassen wir auch so. KI ist eigentlich immer recht wichtig. Haben wir überhaupt schon mal ein Action-Spiel gemacht? Hier guckt mal, für Strategiespiele und Shooter ist es. Ein Fighting-Spiel ist die KI auch nicht unwichtig. Ich mach mal KI so. So, so. Aber Level Design ist auch wichtig. Mach ich mal KI so hier. So. Game Writing. Ich habe keine Ahnung, ey. Wir probieren es jetzt einfach so, wie es ist, würde ich was sagen. Und dann kriegt man Anhaltspunkte. Aber ich denke, mit Gameplay und Game Engine, das auf Maximum ist erstmal die richtige Wahl. Dann würde ich sagen, wir machen die KI noch ein bisschen höher. Aber der Typ ist so fähig, selbst dann dürfte die eigentlich nicht so kacke sein. Fighting-Spiel. Aber es ist ja eigentlich schon... Nee, ich mach mal so hier. Gefällt mir besser. Mache ich User Interface in 1 Runde? Ne, ich lasse es jetzt so, Leute.
Lassen Sie so und gucken einfach mal. Müssen ja nur um die 50% erreichen. So, Story. Wie heißt das Spiel nochmal? Irgendwas mit Göttern, ne? Kann man teuflisch machen. Deine Zeiten, Geschichte, Fiction. Was ist denn gerade hier in? Steht nicht da, oder? Adventures sind halt bald modern. Oder in gerade. Puh, ich meine einfach mal teuflisch, was soll's. So, Story hauen wir jetzt nicht so viel rein, machen wir 4000. Übersetzung übernehmen die wahrscheinlich wieder. Wunderbar. So, Gewalt ist wichtig bei einem Fighting-Spiel. Irgendwie. Was ich jetzt mal meinen. Mach ich einfach mal so. Wie gesagt, ich habe hier Angst, dass es indiziert wird, aber ich mache das einfach mal so. Vulgäre Sprache. So, dass es noch Major ist. Und ja, machen wir mal so hier. Und rote Inhalte machen wir ein bisschen was rein. So hier einfach mal. Wahrscheinlich wird das jetzt indiziert, aber egal, was soll's, machen wir mal so. Ein bisschen ärgert es mich jetzt, dass ich die ganze Zeit nur Publisher-Scheiße mache, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also ich hätte gern selber einen Hit und dann ganz viele Verkäufe, das wäre irgendwie viel cooler. Müssen wir mal schauen. Hm. Aber wir sind auch schon 88 Leute, ne, also... Aber es wäre jetzt ja auch ein bisschen eintönig, die ganze Zeit Publisher-Dinger zu machen. Also ich könnte höchstens dadurch dann jetzt probieren, einfach dann mal ein paar krassere Deals anzunehmen, die schwieriger umzusetzen sind. Das wäre eine Möglichkeit. Dann darüber noch ein bisschen Fans zu gewinnen und wenn wir dann ein gewisses Polster an Fans haben und wirklich richtig viel Geld, dann legen wir halt los und machen dann unseren Hit. So, Kyle Brown, hilf mir schnell, hilf mir. Ey, der hat ständig ein Problem. Da sitzt eine Spinne auf meinem Shirt und ich kann meine Hände nicht bewegen. Ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich vor Angst gelähmt. Du musst die Spinne von mir nehmen. Okay. Ach, der Kyle Brown, der hat irgendwie immer irgendwas. Oh, wir haben kein Geld mehr, guck mal. Das ist ja spitze. Aber gleich haben wir wieder Geld. Also ich denke mal, wir kriegen das jetzt irgendwie hin. Und das Schöne ist, wir können so gleich mehr Infos sammeln, wie wir die Spiele machen müssen. Das ist auch gut über die Publisher. Also man ist ja wirklich ein bisschen mehr abgesichert, sobald man eine gewisse Grundleistung bieten kann. So, das, ich will da ändern mal nur das Bild. Nehmen wir mal hier. Gar nichts. Finde ich am besten. Was ist denn hier los? Spieletag. Der Sound hat keine Innovation, die Grafik braucht einen neuen Look. Ach so, das ist der Spiele. Jetzt peile ich das, wo die sich zusammensetzen und wir dann Feedback bekommen. Der Sound ist das Problem. Sound ist überall das Problem. Sound, Grafik. Sound, Sound. Dann mache ich Sound, wenn alle Sound sagen. Das ist aber cool. Dann mache ich beides. Aber wenn ich das mache, wird sich wahrscheinlich noch mehr um Sound gekümmert. Ja, ich mache mal nur Sound. Ja, das ist spitze. Das ist richtig gut so, gell? Weil man dann doch nochmal ein bisschen nachjustieren kann. So, ich würde gerne einen neuen Monitor haben. Darf ich einen bestellen? Ja. Es wäre natürlich schön, wenn sich das so grafisch widerspiegeln würde. Aber das sieht mir nicht nach neuem Monitor aus. Und. Das ist nicht euer Ernst, oder? Nein! Ich bin broke, Leute. Oh, ganz ehrlich, die 3%, wir hätten dann $700.000 bekommen. Dann gib mir doch wenigstens nochmal einen Kredit oder so. Krieg ich nicht. Ich hab's verkackt. Boah. Oh, ist das gemein. Aber gut, Leute, wisst ihr was? Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier weitergemacht hätten, das, ich glaube, es ist von der Spannungskurve jetzt hier vielleicht sogar eine gute Stelle, um das Ding zuerst mal zu beenden. So. Es sind jetzt so wirklich mit Abstand mehr Folgen geworden, als ich mir eigentlich, was jetzt ja doch vorgenommen hatte. Eigentlich wollte ich erstmal angespielt machen. Dann dachte ich erstmal Spaß und ich hab Bock, dann machen wir halt dann 3-4 Folgen draus und jetzt weiß ich nicht, wie viel es jetzt sind. Vielleicht 9 oder 10. Und
Ja, cooles Spiel. Also ich werde vielleicht auch irgendwann mal einen Durchgang machen, aber ob ich jetzt unbedingt dann nochmal ein Let's Play draus mache, das weiß ich nicht. Mal gucken. Ich werde es vielleicht auch einfach für mich zocken jetzt erstmal ein bisschen. Ich habe jetzt auch ein bisschen vorproduziert. Das werde ich auf jeden Fall. Mir macht das Spiel echt Spaß. Und wenn ihr dann immer noch sagt, jo, hier ein Beam, mach nochmal, dann würde ich es vielleicht auch machen. Das weiß ich noch nicht, muss mal schauen. Auf jeden Fall habe ich, denke ich, erstmal einen ganz coolen Eindruck so bringen können, was das Spiel angeht. Ich kann jetzt vielleicht auch noch ein kleines Fazit abgeben. Ein bisschen kotzt mich das jetzt aber echt an, ey. So ein, zwei Tage ein bisschen weiter programmieren halt mal und dann hätten wir halt fast wie eine Mille auf dem Konto gehabt, so eine halbe zumindest. Also erster Kritikpunkt an dem Spiel, bitte so eine Art Kreditfunktion wenigstens einbauen, ich weiß es nicht. Wenn man es dann verkackt, dann ist es halt so, aber eine kleine Vorwarnung wäre schön gewesen, weil ich wusste jetzt nicht, dass jetzt genau bei 50.000 Dollar minus das Ding vorbei ist. Aber ist auch halb so wild, hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr aufpassen können, aber ich wusste es ja nicht, deswegen habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ansonsten aber nee, ist doch Spaß, ne? Das ist ja auch Spaß. Aber das Spiel ist cool. Und also ich muss auch sagen, ich denke, wir konnten jetzt ja wirklich schon einen ganz guten Eindruck gewinnen. Insgesamt gefällt mir das auch besser als Game Dev Tycoon, habe ich so schon ein, zwei Mal gesagt. Vor allem, weil das Spiel sehr viel mehr ins Detail geht. So. Ja, also wenn ich jetzt. Ich finde ja beide Spiele cool, machen mir beide Spaß, aber hätte ich jetzt die Wahl zwischen Game Dev Tycoon und dem hier, was das Kaufen angeht, dann würde ich jetzt, oder das, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was sollte ich mir eher holen, dann würde ich halt sagen, hol dir lieber Gamers Go Makers, würde ich sagen. Würde ich dann machen, so. Einfach, weil es wirklich mehr ins Detail geht und nicht so oberflächlich ist. So, grafische Oberfläche und alles ist natürlich dann nicht so rund alles, aber ja, weiß ich nicht. Da kommt es mir jetzt nicht so drauf an bei so einem Spiel. Und das ist ja auch alles ganz clever gelöst, trotzdem hat ja die verschiedenen Räume und das ist halt dann die Frage, wie das dann weitergeht, wenn dann irgendwie 90ern oder so ist. Aber das überlasse ich dann noch euch. Ne? Also ein paar haben sich ja glaube ich schon geholt und so und das könnt ihr euch ja dann auch selber dann mal angucken. So. Weil ich bin ganz ehrlich der Meinung, der Typ oder die, ich weiß nicht, also ich habe jetzt nur mit einem gesprochen, ich weiß nicht, wie viele Leute an dem Spiel gearbeitet haben, ist auf jeden Fall ein deutsches Team und die gehören auf jeden Fall supported mit dem Spiel. Also ich würde jetzt hier mit erstmal eine klare Kaufempfehlung aussprechen und so. Und wenn es euch gefallen hat, es jetzt kostet 10 Euro, vielleicht dann kann das sein zu Weihnachten oder so, kommt dann einfach nicht zu Weihnachten, vielleicht kommt da sogar schon eher dann mal ein cooler Deal auf Steam, dass man es für 5 Euro bekommt und dann kann man sich das Spiel auch einfach mal kaufen. So. Gehört auf jeden Fall meiner Meinung nach unterstützt. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei einem anderen Projekt dann. Höchstwahrscheinlich ein Spiel, was ich selber entwickelt habe, was total cool ist. Tschüssi!